Hallo meine lieben Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin euer Bond 1104. Heute präsentiere ich euch ein ganz spezielles Video und zwar von meinem Bruder das Geburtstagsgeschenk. Packt heute aus. Wir sind beide echt gespannt, was da drin ist. Daniel, nimm das goldene Unboxing-Messer und öffne das Paket. Mit Vergnügen. So, mal sehen. Schön von der Seite aufschneiden. Oben ist das ja schon so gut wie. Ja, das liegt daran, dass wir die Adresse abgemacht haben. Wegen So. Datenschutz und alles. Auch gut verpackt. Ja, die sind aber gut verpackt. Das kenne ich hier anders von den lieben Silent Mike. Übrigens, das ist die Box von einem Silent Mike. Juli-Box. Im nächsten Monat kann sein, dass sie im August auch eine noch ein Geburtstags-Unboxing kommt von meinem anderen Bruder. Wenn er möchte. Luftpolsterfolie. Na, was haben wir denn da Schönes drin? Ein Schottglas, ein Schnapsgläschen. Kannst du auch meine Kamera halten? Ein Schnapsgläschen mit den guten alten Krang von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Sehr schön, ja. Kann man immer gut gebrauchen für einen kurzen. Ja. Dann tue ich mal hier hin. Die Box hat jetzt 35 € gekostet. Wenn ich das nicht vergessen sollte, tue ich einen Link von der Facebook-Seite von lieben Zeilen mal gehen. So, Dann hier könnte ist auch einer noch haben. Verpackungsmaterial. Kann man immer mit schön rumspielen. Dann haben wir hier noch. Und hier ist noch. Das sieht nach ein weiteres Schnapsgläschen aus. Ah, Nach gut. einem weiteren Schnapsgläschen. Diesmal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, das ist Donatello. Das kann möglich sein. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mal gerne in die Kommentare schreiben, wer Kann das man hier, ist. sieht man das? Ja, diese Ich sehe lila gerade. Binde. Genau. Ich kenne die leider nicht alle auswendig. Ist ja auch nicht schlimm. Passiert mir auch oft das. Dann haben wir hier noch ein etwas größeres. Ja, das habe ich gewusst. Aber nichts gesagt. Das könnte ein Energy Drink sein. Ah. Funkys Koboldgebräu. Na, zeig noch mal richtig. Entschuldigung, wenn ich so wackel, ich habe mein Stativ nicht so dabei. Moment, muss ich ein bisschen anders halten, so. Ja? Ist. Schmeckt kosmisch, komisch, schmeckt komisch, nicht kosmisch. Wie komme ich denn darauf? Energie für Sammler. Ist auch Pfand drauf, aber ich gehe mal davon aus, dass du das gerne sammeln würdest. Ja, noch mehr Verpackungsmaterial. Dann haben wir hier Trolli, saure Würmer. Da ist immer was Süßes bei. Das ist immer geil. Und ein Button. Dragon Coffee. Und Nee, das ist, glaube ich, kein das Button. ist ein Magnet. Okay, das ist ein Magnet. Dragon Coffee. Und ein Button mit den kleinen, wie heißt der? Funky. Hast du Funky. gerade gesagt? Habe ich? Ja, Funky ist genau, Koboldgebräu. Mit dem kleinen Kobold. Ja, ist auch immer So. schön. Was haben wir denn noch? Ein Pocket Pop Avenger. Der Hulkbuster. Kannst du mal Iron rufen. Man Hulkbuster. Ja, normalerweise macht man das nicht, aber das ist Ich diesmal habe auch etwas drei ein, meine draußen. ist diesmal ein Schlüsselanhänger. Oder kann man auch einen Rucksack hängen. Ja, ich glaube, ich hänge den an den Rucksack dran. So. Erstmal irgendwie abkriegen. Nee. Wenn ich abkriege, ist es schlimm. So. Ein kleiner Pop. Man kann so ein bisschen den Kopf bewegen. Links und rechts. Sehr schön. Schön für den Rucksack oder für den Schlüssel. Eher gesagt für den Rucksack. Aber Dann sie ihn ist selbst doch noch gelassen. ein Aufkleber, ein kleines Getränk. Orangensaft, Zitronensaft. So. Und was haben wir da noch drin? Ah, erst das hier. Ein Print. Design von Silent Mike. Auf deiner Seite steht das meistens, was das ist. LOL Mami Selfie bei Silent Mike. So. Dann haben wir hier noch einen Block.
Ja, kann man mal gebrauchen. Auch Design von Silent Mike. Mhm. Mit den kleinen Funky drauf. Mit den kleinen Funky als... Ich weiß es. Ja, ich bin dann überlegen. Wie heißt der nochmal? Oh, wie heißt der? Ist vom Film S. S, ah ja, ja genau. Ja, aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wie der heißt. Ja, ich hab's mal gehört. Schreib's in die Kommentare. Genau. Schreib's in die Kommentare, wer das wusste, wer das weiß. Aber ich hab das jetzt nicht im Kopf. Dann hier noch ein Aufkleber. Mhm. Auch Design von Silent Mike. He-Man mit Battle Cat. Ja. In dem Fall ist das Prinz Adam. Er ist ja noch nicht He-Man. Als Kinder. Ja, so ein bisschen kindlich gehalten. So, und dann haben wir hier noch einen schönen Steckdosenaufkleber, um die Leute zu verarschen, mhm, die ihr Handy aufladen wollen. Und dann ist dann noch... Als letztes? Als letztes noch ein bisschen Patrolli. Saure Würmer. Glowworms. Glühwürmchen. Ja. Ja. Also ich finde, das war eine sehr schöne Box. Energie für zum Zocken, wenn man Freunde zu Besuch hat, ein paar Shots. Schnapsgläschen. Ja. Ja. Da kann man nicht meckern. Mhm. Wahnsinn. Hast du echt gut gemacht, Mike. Super. Ja, das soll es auch wieder mal gewesen sein. Als nächstes Video kann ich schon mal voraussagen, das wird die Digital sein. Die kommt die nächsten Tage auch halt zu mir nach Hause. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Bon sagt Ciao.